So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir hatten heute die Begegnung des 19. Spieltages. Tennis Borussia gegen den Brandenburger SC 705. Die Begegnung endete mit 2:0 durch die Tore von Randy Edwini Bonzo und einem unserer Neuzugänge Karin Benjamina. Das Ganze vor 413 zahlenden Zuschauern. Wir haben nun die beiden Trainer hier. Ich begrüße zum einen Özgen Gümüş für den Brandenburger SC und natürlich Thomas Bernardisch. Wir wollen die Stimme zum Spiel hören und natürlich geht das Wort zuerst an den Gästetrainer Özgen, die Eindrücke zum Spiel. Wichtig ist es natürlich erstmal, dass wir, also ich glaube, sowohl wir als auch Tennis Borussia, gerade mit dem Trainer, mit dem Schiedsrichter geredet, hat sich keiner verletzt. Das ist schon mal positiv, dass wir da tatsächlich beide Mannschaften verletzungsfrei rausgekommen sind. Ja, also zum Spiel kann ich nur sagen, dass da vorne tatsächlich die Durchschlagskraft gefehlt hat, dass wir da nicht den letzten Pass nicht gebracht haben und uns da vorne nicht durchsetzen konnten. Ansonsten fand ich, es war trotzdem, obwohl das Wetter oder obwohl der Platz nicht so gut war, ein ansehnliches Spiel. Ich denke schon, dass es so auch Spaß gemacht hat für die Zuschauer. Da zwei ebenbürtige Mannschaften meiner Meinung nach gesehen. Wir, muss ich sagen, dass wir zweite Halbzeit natürlich alles nach vorne geworfen haben und da natürlich dann das Kontertor kassieren, das kann dann passieren. Also letztendlich ist die TB eine gute Mannschaft, die natürlich sehr, sehr viel Qualität mitbringt. Auch bei dem ersten Tor, wo wir halt auch nicht aufpassen, quasi zweimal nicht aufgepasst und dann stand es 2:0, was auch normal ist bei der Qualität von TB. Also letztendlich auch verdient gewonnen, kann man jetzt anders nicht sagen. Obwohl wir TB tatsächlich ärgern wollten, ist uns das teilweise gelungen. Die mussten alles abverlangen gegen uns, weil jetzt nicht im Spiel mal hinfahren oder mal hinkommen und mal nächste Süd mal kurz weghauen, sage ich mal auf Deutsch, oder gut Deutsch gesagt, und dann nach Hause fahren. Ich glaube, das war nicht der Fall. Die haben uns sehr gut dagegen gestellt und deswegen, auch weil es auch das erste Spiel war, fand ich das ganz gut, auch dass wir dort auch gespielt haben. Weil jetzt sind wir im Rhythmus. Ich denke, die anderen Spieler, die anderen Mannschaften wissen noch gar nicht, wo sie dran sind. Und wir wissen schon tatsächlich, wo wir dran sind. Und das ist schon gut. Auch wenn wir verloren haben, nehmen wir auf jeden Fall was mit. Und natürlich Glückwunsch an Thomas Bedaric. Ich denke, die haben echt eine super Mannschaft. Ich denke schon, dass die dranbleiben und vielleicht auch eine Überraschung haben. Dankeschön. Dankeschön. Ja, Thomas, dass man den BSC Süd nicht einfach so weghaut, das wissen wir, wussten wir auch vorher, glaube ich. Das wissen wir auch seit dem Hinspiel, wo wir ja den Kürzeren gezogen haben. Also auf jeden Fall ein taffer Gegner gewesen. Man hat auch aus Entfernung gesehen, wie schwer der Boden zu bespielen war. Ich denke, ich vermute, du bist trotzdem zufrieden. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, also erstmal, Özgen, vielen Dank für deine Worte und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite hier in Mose. Und ich bin sehr, sehr zufrieden mit der Performance der Mannschaft. Sie hat das Spiel absolut angenommen. Wir wussten alle im Vorfeld, dass es heute ein brutales Spiel sein wird, auf einem Untergrund, was unheimlich schwer zu bespielen ist. Und wie die Mannschaft es trotzdem umgesetzt hat mit unseren Vorgaben, die wir uns auch trotzdem in den letzten Tagen erarbeitet haben, waren richtig gut. Erste Halbzeit war schon zu gut, dass wir eigentlich mit dem 1:0 zwar nicht zufrieden in die Kabine gegangen sind, hätten wir sogar zu einer Tour mehr schießen können. Zweite Halbzeit fand ich, haben wir die erste Viertelstunde so ein bisschen verpennt. Da muss ich auch noch mal ein bisschen nachschauen auf Video, was da los war. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aber dann haben wir uns, glaube ich, wieder gefangen und haben dann das Ding halt auch gut zu Ende gespielt. Und finde halt auch, dass wir es auch verdient haben, heute als Sieger vom Platz zu gehen. Weil wir genau wussten, dass der Brandenburger SC einfach eine gefährliche Mannschaft ist. Eine sehr kompakte Mannschaft, ist physisch sehr stark. Immer für eine Überraschung gut. Also wir waren echt auf der Hut. Wir waren sehr gut vorbereitet. Ich glaube, dass wir allgemein belohnt worden sind, weil wir eine sehr, sehr gute Vorbereitungsphase hatten, die sehr intensiv war. Die Jungs, die mussten über ihre Grenzen hinausgehen. Und deswegen bin ich einfach nur glücklich heute mit dem Dreier und freue mich, dass wir quasi ins Jahr 2018 positiv gestartet sind.
Euch wünsche ich einen guten Nachhauseweg und freue mich, euch eigentlich schon am kommenden Mittwoch wiederzusehen. Danke auch. So, jetzt gibt es natürlich noch die Gelegenheit, Fragen an einen der beiden Trainer zu stellen. Besteht da Bedarf? Frank Arlinghaus, FUPA Berlin. Eine Frage an Herrn Gümisch. Ist es schwer, ohne Ihren Torjäger Spiele zu gewinnen? Ohne Torjäger René Görisch? Naja, dass der René eine gewisse Qualität mitbringt, ist klar. Also deswegen habe ich auch eben gerade gesagt, dass die Durchschlagskraft gefehlt hat. Die Jungs, die jetzt vorne gespielt haben, sind alles noch junge Spieler. Die haben natürlich die Erfahrung nicht, da mal den Körper mal dazwischen zu stellen und da mal Cleverness, wie jetzt zum Beispiel Karim Benjamin, das beim 2-0 gemacht hat, das wird uns natürlich fehlen, dass der René eine Qualität hat, ist klar, aber wir können jetzt nicht sagen, ja, René ist nicht da, wir werden kein Spiel gewinnen, ist auch tatsächlich unfair gegenüber den anderen Spielern, die jetzt spielen. Natürlich bringt er die Qualität, natürlich brauchen wir den, er ist auch unser Kapitän. Alleine, wenn er schon auf dem Platz ist, ist es eine andere Körpersprache, aber also von der Einstellung her war das top. Also wenn wir da jetzt der eine oder der andere wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Das sind noch junge Spieler. Und das einfach nur, weil René Görisch nicht da ist, kann BSC kein Spiel gewinnen, kann ich so nicht akzeptieren. Thomas, möchtest du noch irgendwie vom Trainingslager kurz Eindrücke schildern? Das macht einen sehr guten Eindruck, es kam eine gute Stimmung drüber. Was waren so die Schwerpunkte, an denen ihr gearbeitet habt? Wo hast du den Fokus drauf gelegt? Ja, das hatte ich ja gerade eben schon gesagt, dass das Trainingslager sehr intensiv war. Die Jungs mussten richtig beißen. Aber dafür ist ja auch ein Trainingslager eine Vorbereitung da. Was mich halt auch heute sehr, sehr gefreut hat, dass sich die Neuen, genau, dass der Karim war, Thomas Franke, aber auch Sefa Karaman, Dominik Pedro war heute leider nicht im Kader, wir haben nur 18 dabei sein können, wie sie sich integriert haben, großes Lob an die Jungs, aber genauso auch an die gesamte Mannschaft, dann einfach charakterlich eine Top-Mannschaft, sie weiß, um was es geht. Ja, wir stehen im Prinzip jede Woche unter Druck und müssen natürlich unsere Spiele gewinnen. Und da ist einfach nur der Teamgeist gefordert, die Moral. Heute war es ein Sieg der Mentalität. Und deswegen finde ich, kann man stolz auf so eine Mannschaft sein. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns jetzt nicht zu sehr loben, ja, sondern wir haben noch so viele Spiele vor uns, vor der Brust. Und die Vorbereitung war dazu da, um den Grundstein zu legen, ja, für eine erfolgreiche Rückrunde. Das haben wir heute geschafft. Deswegen freue ich mich, dass es heute so ist. Schön. Ja, Stichwort Spiele von der Brust, falls es keine weiteren Fragen gibt, nochmal der Hinweis, ihr wisst es wahrscheinlich alle, am nächsten Samstag geht es weiter mit dem nächsten Kracher, da war Lichtenberg 47 zu Gast, wieder am Samstag um 14 Uhr, vorher aber auch nicht unwichtig, der Berliner Landespokal mit der Begegnung gegen den SFC Stern 1900. Wir würden uns freuen, euch alle wiederzusehen, wie natürlich auch bei den darauffolgenden Heimspielen. Bleibt mir nur für den Besuch zu danken und natürlich unseren Gästen eine weiteren, ihr spielt eine tolle Saison, eine rekordverdächtige Saison wahrscheinlich sogar, weiterhin viel Erfolg zu wünschen, guten Heimweg. Ich glaube, du bist in Berlin weiterhin beheimatet, aber trotzdem gute Heimreise und natürlich 10 Minuten. Steht er zu Hause als ich. Aber vielleicht tauchen sein. Tommy braucht 2 Minuten. Über eine Runde haben wir muss ich. Also, wünschen wir euch allen noch ein schönes Wochenende und dann bis Mittwoch hoffentlich hier wieder. Okay, hast du noch ein Programm für 10.